Was geht ab, meine Z-Fighter, Osri hier. Und heute werden wir ein bisschen summon wie summon beim Kategorie-Banner von den Resurrected Warriors. Nicht wundern, diese Tickets halte ich mir auf, dann wird es dazu auf jeden Fall noch ein Video geben zu den Tickets. Deswegen spare ich da zusammen, dass ich dann ein schönes Video machen kann für euch. Solange dieser Banner noch online ist, auch wenn ich selbst Angel Gold und Freezer nicht habe, würde ich hier gerne dennoch summonen. Warum? Zum einen habe ich den physisch Bardock nicht, er ist ein solide Unit, aber zum anderen, warum ich hier auf jeden Fall summonen will, ist, ich würde gerne zwei von den Tech Margin, wie geht das noch, haben, um ihn, vielleicht denkt ihr euch, was, warte, habe ich gerade richtig gehört? Tech Margin Vegeta, ja, literally, ich will ihn wirklich noch zweimal haben, dann kann ich ihn auf 100% bringen. Und ja, Tech Margin Vegeta, nicht der LR Margin Vegeta, die ganzen LR sind zwar auch in dem Banner, aber ich bin jetzt hier auf jeden Fall für ihn da. Er ist Margin Vegeta, ja, don't add me, ja, beruhigt euch, beruhigt euch. Natürlich, er wird bei mir auf 100% gebracht, kein Thema, den nehme ich mit, rein damit, 100%. Deswegen hätte ich da gerne zwei Dupes von ihm noch. Die Sache bei diesem Summon ist, bei dem Banner ist, es ist 3x30 Stones, das wir mitnehmen. Wir sparen dann sozusagen 60 Stones. Und pro Mutisam gibt es einen garantierten SR, der gefeatured ist. Und wie gesagt, schauen wir mal, ob wir Margin Vegeta überhaupt ziehen. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Aber aus dem gefeatured Charakter hätte ich wirklich gerne entweder den Bardock, den habe ich nicht. So den Unit-Token habe ich, wie gesagt, in dem Resurrect Warrior Team auf jeden Fall gut gesehen. Und den Tech Margin Vegeta, alles andere eigentlich interessiert mich sofern nicht von den gefeatured Charakteren. Dann würde ich sagen, wir verlieren nicht mehr lange viel Zeit und legen einfach mal direkt los. Let's go. Erster Mutti. Ja, lange nicht mehr gesummoned. Wurde mal wieder ein bisschen Zeit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6, 7? Aber wir wissen ja eh, also ein SSR gefeatured ist hier. Gibt es hier ein Crackscreen, das ist immer der letzte SSR, der gefeatured ist pro Mutti-Sum. Und beziehungsweise garantiert ist aus den gefeatured Charakteren, wenn ich das so sagen darf. Na, schauen wir mal, ob wir hier Margin Vegeta ziehen, den Tech Margin Vegeta, ja, ich spreche die LR gar nicht an, weil sind zwar hier drinnen, aber ihre Rates sind sehr, sehr gering, das wissen wir, denke ich, und deswegen bleiben wir mal ein bisschen realistisch und wollen da den gefeatureden SSR ziehen, ein Tech Margin Vegeta, und ja, wir wissen ja, Promo Isam droppt ein gefeatureder SSR, nur welche wird das hier sein, let's go, schauen wir mal. Ich will es gar nicht aussprechen. Ich habe was im Kopf. Vielleicht wissen die ein oder anderen, wen ich meine, der kommen könnte. Ich sag's einfach mal nicht. Okay, ja, komischerweise, ich kann gar nicht mitzählen. Aber jetzt sollte der letzte kommen. Super Saiyan 2 Goku Angel, ja. Habe ich eigentlich genug von ihm? Egal, was soll's. Ich meine, mein Gott. Reine Glückssache an der Stelle, aber ja. Whatever. Wenn euch das Video bis jetzt schon gefallen hat, Leute, Ladies and Gentlemen, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und wenn ihr hier diesen einen Pod ehren wollt, dann lasst auf jeden Fall, beziehungsweise betätigt auch den Abo-Button, falls ihr neu hier seid. Jede Unterstützung zählt da auf jeden Fall an der Stelle. Bin ich auf jeden Fall erfreut darüber. Anyways, wir haben jetzt einen Pod. Ich bin echt gespannt, ob ich überhaupt mit einem Margin Vegeta rauslaufe, mit dem Tech Margin Vegeta. Es ist ja immer cool, wäre es ja, wenn wir auch noch ein bisschen mehr SSR ziehen als so den garantierten. Bis jetzt haben wir nur einen gezogen, den garantierten. Und ich denke nicht. So, das sieht nicht besser aus. Ich wollte den Satz nicht beenden. Aber es sieht nicht besser aus. Ich kann dazu nichts sagen. Anyways, schauen wir mal, was hier abgeht. Und zwar, wir haben National Trunks Teen R-Charakter. Babidi. Gegedidi. Okay, da habe ich ihn beleidigt. Na, ein bisschen aufgezogen, da kommt er direkt wieder. Ja, es ist wieder literally der letzte. Und wer ist der letzte diesmal? Genau. Das ist kein Déjà-vu, ich habe nichts zugespult. Es ist wieder Angel Goku, Super Saiyan 2. Hätte zweimal Majin Vegeta sein können, aber wir kennen an der Stelle mein Glück. Ja, letzte Zeit ist halt literally. Also ich will mich nicht beschweren, was so Ding angeht, sag ich mal. Charaktere, die ich will, die ziehe ich einfach nicht. Ja, letzte war Angel Gold und Freezer, aber 1200 zu uns gegeben. Aber ja, das ist lang kein Thema mehr. Gott sei Dank habe ich einen JP dann gezogen. Aus zwei Stück habe ich gezogen. Aus Free Stones. Wie gesagt, ihn hätte ich gerne eigentlich. Oder Margin Vegeta Dupes. Aber ja, GG. Zweimal Angel Goku. Der steht schön in der Mitte hier im Banner, auf dem Bannerbild. Ist auch schön zweimal gedroppt, aber jetzt machen wir Platz für jemand anderen, Angel Goku. Let's go. Zweifacher Angel Goku.
Mach mal Platz für jemand anderen. Es ist legit nicht mehr zum Lachen, ja. Es ist wirklich nicht mehr zum Lachen. Der letzte Gefeaturete wird auch Angel Goku sein. Es ist wirklich nicht mehr zum Lachen, also. Drei Mutis haben dreimal den gleichen Charakter. Kein Sinn, so literally, wirklich. Keine Ahnung, was gerade in dem Game abgeht, aber in letzter Zeit eine reine Katastrophe, was das anbelangt. Global, sagen wir Global. JP ist nicht wirklich gut. Aber Global ist ein reiner Troll. 1. April ist vorbei, aber die denken sich, nee, für dich nicht, außer du. Was sagt ihr? Der letzte ist wieder Angel Goku. Okay, nee, Boo. Ja, okay, es war Boo. Anyways. Dreimal Super Saiyan 2 Angel Goku GG. Awaked ist gar nicht mal so schlecht, aber es gibt bessere Optionen. Anyways. Wie gesagt, das waren die drei Mutis haben. Drei Mutis haben wir da rausgehauen. Leider, ja. Oder du willst eine Karte, oder du bekommst die nicht. So sieht das in letzter Zeit leider Gottes aus. Ich werde das natürlich irgendwann mal demnächst ändern. Wie gesagt, ich hätte wirklich gerne den Super Saiyan 2 physisch Bardocker, habe ich noch kein einziges Mal. Majin Vegeta Tech, ja. Auch nicht einmal gezogen. Sei es drum, das Glück war an der Stelle nicht auf unserer Seite. Macht nichts, ich hoffe dennoch, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like. Und by the way, ob man nicht summen sollte, vielleicht am Ende. Vielleicht habt ihr das euch gefragt. Wenn ihr ein Resect Warrior Team habt, mit Angel Goku und Freezer als Leader und euch ein oder zwei Charaktere fehlen, um das Team zu stopfen, um dann ein vollwertiges Resect Warrior Team zu haben, dann könnt ihr den ganzen Versuch geben, so wie ich das getan habe, vor allem bei den 3x30 Stones. Wer gut wäre, sag ich mal, aus dem Pool für ein Resect Warrior Team, wäre er hier als Rotationscharakter, guter Supporter, er hier ebenso. Und ansonsten, vielleicht der, weil er zum Buff-Boo wird, Supreme Kai absorbt. Agility Golden Freezer, wenn ihr den Tech Golden Freezer nicht habt, ist auch eine Option auf jeden Fall. Und ja, ansonsten, genau, das zum Thema, ob ihr das summen solltet, eigentlich eher nicht. Aber wie gesagt, wenn ihr da eine Option braucht, ein oder zwei Optionen für euer Team, dann könnt ihr das gerne machen. Ansonsten, wie gesagt, hoffe ich, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.